rein. Boah, kennt ihr da auch, ohne Kaffee morgens geht nichts. Ja, ich hatte mir gedacht, ich könnte ja mal das Gute mit dem, oder das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Und bin hier gestern Abend nach Wehna gereist, auf dem Stellplatz Alter Hafen, direkt im Hafen. Ruhige Nacht gehabt und haben wir jetzt plus 1,3 Grad. Ja, ich habe hier noch einen Termin zu erledigen. Ja, erstmal wach werden, ne? So, ist noch früh. Wir haben jetzt knapp 7.30 Uhr. Wenn draußen ein bisschen heller geworden ist, dann machen wir mal einen kleinen Rundgang. Und dann gucke ich mal, was hier auf dem Stellplatz so alles geht. Ich habe ja gestern Abend hier noch so einen kleinen Rundgang mal gemacht. Hier schön durch den Hafen. Und ja, sah gut aus. Mit den ganzen Lichterchen und Lämpchen. Ist ja schließlich Weihnachtszeit. Ich würde sagen, guckt euch das mal in Ruhe an. Und in der Zeit frühstücke ich zu Ende. Bis gleich. Das ist eine fantastische Aussicht. Direkt vor der Haustür liegen hier die Boote zu Füßen. Hammer. So, dann gehen wir mal nach draußen. Ist jetzt hell genug. Grundsätzlich ist er ein bisschen schräg. Da muss man dann schon mit Keilen arbeiten. Wenn einen das stört. Ja, ansonsten vom Hafen her super alte Boote, historische Bötchen oder Schiffe. Ich habe leider keine Ahnung davon, aber sehr schön anzusehen. Jo, hier sieht man auch im Hintergrund links die Papierfabrik. Da ist es natürlich so, dass es ein bisschen ein Grundrauschen gibt nachts. Die ist 24 Stunden an. Ja, ist einfach ein Traum hier. Also ein, zwei Nächte kann man hier locker verbringen. Wer noch ein Bötchen kaufen will, auch kein Problem. Bis Papenburg sind es auch nur 16 Kilometer mit dem Fahrrad. Ja, und ich denke auch im Sommer oder wann auch immer die Meierwerft da neue Schiffe ins Wasser wirft, dann ist hier die Hölle los, glaube ich. Ja, Stromversorgung, vom Prinzip ist alles da. Hafen 55, da ist dann auch Möglichkeit, noch was zu essen, Käffchen zu trinken. Sowas in dieser Richtung. Der Stellplatz ist speziell nur für Reisemobile und ich glaube maximal können da 50 Fahrzeuge stehen. Ja.
Ja, Vena ist ungefähr 500 Meter vom Stellplatz entfernt. So, jetzt noch einmal ins Sanitärgebäude. Jo, da findet ihr auch dann die Beschreibung, wo die Entsorgungsstelle ist. Die ist da eine Papierfabrik. Und ja, alles ganz gut beschrieben. Einfach, aber sauber. Da ist auch die Möglichkeit, wenn der Hafenmeister nicht mehr kommt oder wenn ihr zu spät angekommen seid, da gibt es so einen Briefkasten und so ein Kuvert. Da könnt ihr dann einfach euer Geld reinlegen, Datum draufschreiben, Nummernschild und in den Briefkasten werfen. Jo, was sagt er? Alter Hafen, Wohnmobilstellplatz in Vena. Ist ganz nett hier, ne? Muss man schon sagen. Den ganzen Lichterchen und so habe ich heute Morgen schon mal was zugesagt. Ist zwar ähnliches Bild wie heute Morgen, aber 10 Stunden ungefähr später. Ja, ich habe meinen Job erledigt, bin zufrieden. Ich würde sagen, ich mache es mir jetzt noch ein bisschen gemütlich hier im Wohnmobil und ihr macht es euch auch gemütlich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, macht's gut, danke fürs Zusehen. Tschüss.